Servus, willkommen zum weiteren Tutorial. Heute schnitzen wir eine Schüssel. Ich habe schon grob angezeichnet. Und eine Schüssel ist einfach oder gut zu lernen für Anfänger, um die Maserung zu verstehen. Denn hier zum Beispiel sind die, so geht die Maserung hier. Und wenn man mit einem Schnitzeisen jetzt hergehen würde und hier fährt, dann probiert es immer in die Maserung zu fahren. Immer. Das heißt, diese Seite ist rau und diese Seite ist glatt. Vom Schnitt aus. Also wenn ich mit dem Eisen so zum Beispiel fahre. Dann ist diese Seite glatt, diese rau. Und das lernt man am besten bei einer Schüssel, weil da kann man nicht viel falsch machen. Welche Form ihr verwendet, ist euch überlassen. Wenn man das Holz zubereitet, natürlich schauen, dass man die Risse und so weiter so reinbringt oder die Äste, dass sie wegfallen. Also in dem Fall ist hier der Riss, also das fällt genau weg. Also natürlich anzeichnen. Ich habe auch damit angefangen, eine Schüssel zu machen. Das ist eine Muschel, das ist ein weiteres Beispiel, was man machen kann. Das war tatsächlich mein erstes Werk. 2002, ist das alt. Hier habe ich nur mit Hohleisen verwendet und nicht mit den gekröpften. Ich hatte nämlich noch keins. Aber hier werde ich definitiv mit gekröpften fahren. Man muss halt entscheiden, fahre ich tief runter, wie mache ich die Rundung. Also wenn es eine steile Rundung sein soll, dann ist besser ein gekröpft. Wenn man aber kein gekröpft hat, dann bleibt er ein bisschen flacher. Dann hat man es auch mit einem normalen Hohleisen ein bisschen leichter. Dann kann man immer noch so runterfahren, um da entgegenzuwirken. Denn irgendwann steht man hinten an und du kannst nicht mehr höher. Und dazu ist natürlich ein gekröpftes gut, aber ist nicht unbedingt notwendig. Es macht einiges leichter, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Und ja, das ist ja ein bisschen alt schon geworden. Man kann natürlich wie hier eine Muschel machen oder ein Blatt, wie ich hier angezeichnet habe. Oder wie ich vor ein paar Jahren dieses Blatt geschnitzt habe. Auch machen mit einem Schwung. Eigentlich müsste noch ein Stück abschneiden, das habe ich noch nie gemacht. Ein Stück müsste noch weg, weil es ist ein Blatt, eigentlich für Chips und so weiter. Und ich verwende hier Linde, man kann aber auch Zirbe verwenden. Zirbe ist natürlich einfacher, weil man die Jahresringe besser sieht. Also in der Kamera wird man sehr schwer erkennen, wo die Jahresringe sind. Und in Zirbe erkennt man es viel besser. Also vielleicht sieht man es hier. Man erkennt die Jahresringe viel besser. Also in der Zirbe kann man viel leichter lernen als bei Linde, aber das ist kein Problem, denn ich habe auch mit Linde angefangen, das ist auch Linde. Also es wird schon gehen, es wird schon funktionieren. Und ich fange jetzt einmal an, zuerst die Zwinge niederzusetzen und ein bisschen zuzuschneiden und dann schauen wir weiter. So, ich habe es jetzt tiefer gesetzt. Jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr so ganz im Weg sein. Ganz ein bisschen hätte ich noch können. Und ich hätte das natürlich auch mit der Bandsäge ausschneiden können. Aber ich wollte mal zeigen, dass man das auch mit der Handsäge und mit der Schnitzeisen machen kann. Theoretisch, wenn man sich unsicher ist wegen Reinschneiden, also mit dem Reinschnitzen, dann kann man natürlich mit der Säge auch hier reinschneiden. Mir persönlich dauert das zu lang, deswegen habe ich reingeschnitzt. Und jetzt fange ich innen an. Also schnitze ich raus. Hier habe ich nicht aktuell zugeschnitten, so wie ich wollte, denn ich weiß nicht, wie weit der Riss reingeht und vielleicht entscheide ich mich spontan, ein bisschen weiter herzufahren oder hier ein bisschen vielleicht länger, kürzer oder das ein bisschen rauf. Das entscheide ich spontan und weil das eine spontane Schüssel ist, muss ich wahrscheinlich mittig einmal die Spur schnitzen, dass ich einmal Tiefe kriege, damit ich auch sehe, wo ist der Riss und wie weit geht der Riss rein, also damit ich da ein Gefühl habe. Notfalls kann ich es noch irgendwie reparieren, wenn es zu tief runter geht, aber ich versuche es so gut wie möglich wegzuschnitzen. Und ja, mit dem fangen wir an. Thank you.
So, wie man hier sieht, ich bin ein bisschen tiefer gefahren, aber darum geht es nicht, sondern ich habe hier zum Beispiel mit dem Schnitzeisen in diese Richtung gefahren. So will es immer mit der Maserung gehen und hier sieht man, es ist schön glatt geworden. Hier bin ich quer zur Maserung, so tut es gleichmäßig ein bisschen rau und uneben werden. Also immer versuchen mit der Maserung. Hier ebenso in diese Richtung geschnitzt. Diese Seite ist glatt, denn die Maserung geht hier. So wird die Maserung schön durchschnitten und hier nicht. Hier will immer die Maserung nach rüber ziehen, deswegen ist es nicht schön. Deshalb, wenn man von dieser Seite macht, dann wird diese Seite schön und die andere Seite ist schlecht. Und so lernt man tatsächlich Schritt für Schritt mit der Maserung zu fahren. Und dafür ist eine Schüssel gut. Und übrigens, ich habe eine Ast gefunden. Den versuche ich auszugraben, denn ich weiß, von unten ist kein Ast. Das heißt, der kann nicht durchgehen. Also versuche den irgendwie wegzuarbeiten. Und man kann tatsächlich auch quer zur Maserung arbeiten, wie hier so. Aber man kann sogar ein bisschen schummeln, sagen wir so. Du kannst zum Beispiel hier einmal weg, seitlich einmal weg, dann bleibt es in der Mitte übrig. Und das geht sehr leicht weg. Also egal, was du machst, das geht sehr leicht weg. Und das kann man sogar einen Schritt weiter gehen, indem man zum Beispiel wie ein Rohleisen nimmt und so schneidet. Dann bricht das automatisch in diese Richtung aus. Das kann man ebenso von der anderen Seite machen. Aber aufgepasst, es könnte zu weit brechen. Also man könnte hergehen und zum Beispiel einen Schnitt machen. Hier vielleicht einen Schnitt machen und dann will man, dass das ausbricht. Dann kann es nicht weiter als hier ausbrechen. Ich habe hier nur vorne gemacht, aber es kann nicht weiter ausbrechen. So kann man es ein bisschen auch helfen beim Anhauen. Das ist ein kleiner Schmied dazwischen drin. Natürlich hier wieder mit der Maserung. Hier mit der Maserung. Hier geht die Maserung so. Also schneidet man die Maserung schön ab. Denn die Maserung geht so. Das heißt, nach hinten ziehen kannst du nicht. Ich kann nur rüberziehen, aber da ist ja nichts. Und so kann man tatsächlich jetzt Schritt für Schritt lernen. Und ich glaube, das ist einfach nur zu probieren, ein bisschen zu üben. Und mehr, glaube ich, kann ich dazu nicht sagen. Und ja, ich grab das aus und dann schnitzen wir einfach weiter, hier tiefer und dann sehen wir weiter. Passt darauf auf, dass sie immer vom Körper wegschnitzt. Also im Prinzip so weg, oder wenn ihr hier drüben steht, auch so weg, aber nie zum Körper hin. Denn wenn man dann abrutschen würde, ja, das ist dein eigener Körper im Weg. Also immer versuchen vom Körper weg, egal was man macht. Also wie hier. Und wenn man aber von der anderen Seite muss, dann spannt es aus und dreht. Also nie zum Körper, das ist wichtig. Bei mir ist das Holz ein bisschen lange rumgelegen und deswegen ist an der Stelle da hinten genau hier durch komplett trocken und hier reißt es überall aus. Also das schaut nicht gut aus und man kann es einfach ganz normal anfeuchten. Ich habe da für Wasser drüber zu spülen, das ist nichts anderes Wasser. Auch ein bisschen feucht und lass es einfach ein bisschen einwirken, also bis es weggetrocknet ist. Es ist noch besser, wenn man ein Tuch drüber legt und das nass macht. Das mache ich jetzt übrigens auch.
Ich habe nämlich hier ein altes Fetzen, das mache ich einfach unter ein Waschbecken nass und dann lege ich es einfach drüber, denn dann kann es längere Zeit einziehen und morgen, wenn es richtig eingesaugt ist, mache ich dann weiter. Das angefeuchtete Tuch lege ich einfach drauf. Also ich lasse nicht zu nass, ganz leicht drücke ich es aus. Das legt man einfach schön drüber. Man kann alternativ, wenn man zum Beispiel am Wochenende irgendwo hin muss oder das irgendwo am Wochenende lang liegen lässt, dann einen Plastiksack drüber tun. So bleibt nämlich die Feuchtigkeit noch länger drin und zieht noch weiter ins Holz rein. Das könnte man dann jeden Tag machen, damit sich Feuchtigkeit anzieht. Und natürlich niederspannen, denn wenn man es einseitig befeuchtet, kann es natürlich verbiegen und so weiter. Zwar in dem Fall ist es relativ egal, weil es nur eine Schüssel ist, aber sicherheitshalb ist doch niederspannen, damit wenn es dann wieder trocknet, immer noch gerade ist. So lassen wir es einwirken und morgen schauen wir, wie es ausschaut. So, jetzt habe ich es einwirken lassen, jetzt kann man es wieder rausnehmen und jetzt stellst du Bohren auf. Man sieht die. Es könnte sein, dass es nicht ganz weit eingewirkt hat. Das werde ich immer wieder drauflegen, immer wieder anfeuchten, bis es immer wieder weiter reinzieht. Vielleicht wird es dann besser. Und ich schnitze jetzt einmal weiter und dann schauen wir, ob es geholfen hat oder nicht.
So, ich habe es jetzt hier grob angeschnitzt, damit ich ungefähr weiß, wie tief ich hier runterkomme. Und hier muss ich noch, also ich habe es währenddessen nochmal kurz unterbrochen, um zu zeigen. Der Ast habe ich komplett weggeschnitzt, also der ist nicht mehr da, also der war tatsächlich eingewachsen. Und hier habe ich einen Kern, den versuche ich wegzuschnitzen, denn immer wo ein Kern ist, wird es reißen, deswegen habe ich hier auch einen Riss. Der geht hier gerade durch, das heißt, hier versuche ich auch noch tiefer zu fahren, damit der Kern vermutlich komplett weg ist. Und wenn er ein bisschen noch ist, schaue ich, dass er irgendwie ausflicken kann oder einfach drin lassen. Aber er reißt halt an der Stelle, also man muss darauf achten. Vielleicht mache ich das sogar kürzer. Dann wäre der Ast komplett raus. Hier weiß ich nicht, hier muss ich weiter reinfahren. Also ich lasse mal so, das entscheide ich spontan. Die habe ich schon angezeichnet, hier fahre ich weiter rüber. Denn hier ist ja faul und das will ich so gut wie möglich weghaben. Hier geht es nach oben, nach unten dann, also das Platz wendet sich nach vorne. Ich versuche überall Schwünge reinzubringen und dadurch kann ich ein bisschen verkürzen. Also dann wird es nach unten länger. Wie ich hier mache, weiß ich noch nicht. Und das mache ich jetzt. Also ich schnitze das grob an, damit ich immer die Höhe habe. Und dann schnitze ich innen raus, damit ich auch hier die Tiefe habe und ich dementsprechend weiß, wie tief ich hier fahren soll. Versuche zwar so weit wie möglich runterfahren, man kann eher einen Bleistift oder was nehmen und zur Seite anheben. Da sieht man, ist das vielleicht bündig, wenn er so reinschaut oder wie viel kann ich noch tiefer, also man kann es auch ausmessen. Und dann hat man vielleicht ein Gefühl, wie tief kann man noch runtergehen und wie tief will man denn gehen. Denn auf die komplette Tiefe muss man nicht, das kann man auch zum Schluss wegschnitzen oder weghobeln.
So, zwischendurch schaut es mal so aus, dass ich den Ast habe ich geschafft wegzuschnitzen. Und hier habe ich den Kern weggeschnitzt und hier kam dazu wieder ein Ast zum Vorschein, der schon wieder eingewachsen ist. Und bei einem Ast ist es oft besser, wenn man einfach mit der Hand schnitzt. Denn die Maßung ändert sich ständig. Einmal geht es hier, einmal geht es so, einmal zieht es nach unten oder so. Und deswegen braucht man da viel Geduld und ist besser einfach nur mit der Hand zu schnitzen. Mit dem Knüppel aber sollte man so lang wie möglich anhauen. Also egal wo, da hat man mehr Kontrolle. So kann man zum Beispiel so besser kontrollieren, wenn man jetzt mit der Hand macht. Da kann es sein, dass man ausrutscht. Ich persönlich blockiere es immer hier beim Schnitzeisen so. So dass, wenn ich schnitze und ich komme aus, bleibe ich da hängen. Und man sollte versuchen, so wenig wie möglich oder gar nicht zu hinterschneiden. Hier habe ich zum Beispiel schon angefangen hinterschneiden. Wenn man nämlich hinterschneidet, kann man nicht mehr tiefer runterfahren. Und solange man nicht hinterschnitten hat, kann man immer noch tiefer runterfahren, wenn man zum Beispiel etwas verhaut hat. Deshalb habe ich seitlich auch noch nichts hinterschnitten. Und ich schnitze jetzt weiter, also die Rundungen und so weiter. Und man sollte wirklich darauf achten, nicht zu hinterschneiden. Das mache ich nämlich erst später, wenn halbwegs grob angeschnitzt ist.
So, ich habe jetzt angefangen ein bisschen zu putzen. Ich habe hier angefangen und ich fahre die Runde. Ich habe überall den Schwung versucht zu machen, also nach unten, hier die Äste. Hier ist schon wieder einer gekommen und hier auch. Ist ein bisschen schwieriger zu putzen. Da braucht man viel Geduld. Ich mache das meiste mit einem gegröpften Eisen, weil ich habe ja ein gegröpftes Eisen. Wenn ihr kein gegröpftes Eisen habt, müsst ihr halt alternativ ein bisschen schräg schneiden. Also im Prinzip, wenn man statt hier so, dass man dann so schnitzt zum Beispiel. Und ich mache jetzt die ganze Runde. Hier muss ich noch ein bisschen tiefer. Hier ist der Kern, den will ich hier raus haben. Wir lassen ihn zwar drin, aber ich flicke den vielleicht aus. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich versuche überall verschwinden zu lassen, wo es zu verschwinden lassen geht. Also den Kern. Denn dort, wo der Kern ist, wird es reißen. Und hier bin ich gerade dabei. Hier habe ich schon angefangen, den Sprung zu machen. Und hier muss ich natürlich tiefer. Dann putze ich alles. Und wenn ich dann hier damit fertig bin, drehe ich die Schüssel und dann mache ich die Reste unten. Und danach fange ich an, eigentlich mit dem gerade Niederschnitzen. Damit, wenn ich die Schüssel dann umdrehe, dann weniger ausbricht. Also, dass ich dann runterschnitzen kann, ohne dass dann die Kante abbricht. Und wenn ich nicht zurückgeschnitzt hätte, dann würde es wahrscheinlich oben ausreißen und ausbrechen. Und so verhindere ich das. Und da habe ich auch weniger Arbeit. Ich werde es nämlich wahrscheinlich mit der Bandsäge ausschneiden. Ihr müsst das nicht unbedingt, ist natürlich viel praktischer und weniger Arbeit. Oder mit der Stichsäge geht auch. Oder ja, bringt seine Tischler, der macht schon irgendetwas, dass er es grob ausschneidet.
Wie man jetzt gesehen hat, habe ich da auch schon angefangen fertig zu machen, also hier unten rein überall. Und habe schon angefangen die Rundung nach unten zu machen, also überall. Hier habe ich einen Schwung dazu getan, das sieht man jetzt ein bisschen schwieriger. Aber hier kommt ebenso ein bisschen tiefer runter und so weiter. Ich fange schon an, da wo ich fertig bin, ganz leicht hinterschneiden. Damit, wenn ich von der anderen Seite schnitze, immer sehe, wie weit ich noch runter muss. Und ich fahre schon jetzt ein bisschen zurück, also dort wo ich brauche, wie hier, hier, hier. Hier fahre ich runter. Wenn ihr das habt, dann mache ich noch ein paar Details drinnen. Wahrscheinlich eher eine Linie, eine Mittellinie durch. Und hier noch vielleicht Linien, die rumgehen, dass es ausschaut wie ein Blatt. Wenn ihr das dann fertig habt, dann kommt man eigentlich eh dazu zum Umdrehen und zum Fertigschnitzen.
Die Schüssel habe ich jetzt von oben so gut wie fertig, also rausgeschnitzt und so weiter. Zu schleifen habe ich noch, also da unten drin. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Und das ist natürlich besser zum Schluss zu machen, denn überall wo geschliffen wird, entsteht natürlich Schleifstaub oder beziehungsweise Körner von Schleifpapier. Und das könnte das Schnitzeisen beschädigen. Deswegen mache ich zuerst die Hinterseite und erst dann schleife ich. Also für das demontieren wir es einfach. Und weil ich relativ schon dünn gemacht habe, lege ich lieber was unter. Ansonsten könnte man so niederzwingen auch. Ganz besonders, wenn es überall noch gerade ist, also flach aufliegt. Deshalb erhalte nämlich hier einen Schaumstoff. So. Und drehe einfach um. Jetzt würde ich ihn natürlich in der Mitte niederzwingen, aber ich werde es noch ausschneiden. Also ich werde es nur grob zuschneiden mit der Bandsäge, die ich habe. Dann habe ich weniger Arbeit. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr klein niederzwingen, mittig oder seitlich, wie auch immer, so dass halt nicht immer ein Weg ist, wenn man schnitzt. Und ausgeschnitten. Ich habe es jetzt grob ausgeschnitten, nicht ganz, aber zumindest grob. Jetzt drehen wir es um. Nach vorne ein bisschen, so her. Und dann zwingen wir es einfach mittig nieder. Und fange dann an, hinten alles wegzuschnitzen. In der Mitte lasse ich eine Fläche übrig. Vermutlich hier fängt es irgendwie an, hier hört es auf. Mache ungefähr so breit. So, nochmal lasse ich da so eine Fläche bei mir zumindest übrig. Dann liegt die Schüssel besser auf. Wenn die Fläche nicht ganz gerade ist, kann man sie noch auf einer Bandschleife abschleifen. Entweder selber abschleifen oder abschleifen lassen bei einer Tischlerei. Der Bereich bleibt zumindest momentan. Und der Rest schnitt sich weg. Und es ist angenehm immer wieder zu fühlen, wie dick es ist, also zwischen den Fingern. Man kann es ab und zu dann abschraufen und abzwingen und schauen, wie weit man gekommen ist und ob noch mehr weggeschnitzt werden sollte oder schon genug ist. Und ich markiere immer schwarz das, was wegkommt. Und dort, wo ich bereits knapp bin oder ziemlich genau bin, mache ich immer irgendeine Farbe. In dem Fall ist die Farbe übrig gewesen, dann brauchen wir die auf. So weiß ich nämlich, wenn ich kurz eine Pause mache, was ich wegzuschnitzen habe und wo ich noch aufpassen sollte. Das habe ich hier eh schon eilig gemacht. Das sieht man leider hier nicht auf der Kamera. Aber hier habe ich schon farblich markiert, dass ich hier ja nicht tiefer fahre, denn hier bin ich ziemlich knapp schon. Und ich haue jetzt das hinten an und putze das fertig und dann wäre eigentlich die Schüssel schon fertig.
So, ich habe jetzt hier angezeichnet, eher farblich markiert, wo ziemlich knapp ist. Also hier kann ich noch hinter, hier sowieso. Hier bin ich schon relativ dünn und hier vorne auch. Und das habe ich alles markiert und auch schwarz markiert, wo ich noch weghauen muss, also wo noch viel weggeht. Und so markiere ich mir das immer wieder auf. Also man kann ja hergehen und dir so testen, so fühlen, wo viel ist, wo wenig ist. Hier ist zum Beispiel wenig. Hier könnte ich nochmal auch farblich markieren. Hier seitlich. Und so kann man immer spüren, wo man noch wegschnitzen muss und wo nicht. Jetzt habe ich es dünner geschnitzt. Jetzt ist sogar zu dünn zum Teil schon, so dass wenn ich so niederspanne, hier zu viel Spannung drauf ist, also beim Niederdrücken, das vielleicht brechen könnte. Und deshalb gehe ich jetzt her und lege einfach nichts anderes wie einen Klotz hin, mit Schaumstoff oben drauf, damit es nicht kaputt wird, und zwinge so nieder. Denn so liegt es in der Mitte auf und seitlich kommt es nirgends an. Es kann aber immer noch wackeln. Theoretisch könnte ich dann auch noch was drunter legen, damit es weniger wackelt. So, und so niederzwingen. Das mache ich jetzt und dann fange ich an, da zu putzen, tiefer zu schnitzen, was man braucht, und dann sind wir eigentlich fertig. So, ich bin jetzt fertig, also mit dem Schnitzen. Hier habe ich extra dicker gelassen, denn hier ist Längsmaßer und hier könnt es leicht brechen, ebenso hier. Und dafür da dünner, hier habe ich noch ein bisschen übrig, aber das braucht ja nicht unbedingt leicht werden, soll ja nur eine Schüssel und die schöne Form haben, also wenn man von der Seite dann reinschaut, dass man den Schwung schön sieht. Und ich werde es jetzt offline natürlich hier schleifen, denn ich bewege damit ziemlich viel, also ihr könnt es zwar niederzwingen und schleifen, aber das ist unangenehm. Für mich ist es lieber, wenn ich es zum Beispiel zwischen die Schenkel und dann ein bisschen so reinschleife, also die Stellen rausschleifen. Und was man auch machen kann, ist, hier ist ja die Fläche, dass man in der Mitte zum Beispiel leicht hohl macht, denn dann liegt es immer auf der Seite auf. So kann zum Beispiel ein nicht gerader Tisch, wie der eigentlich ist, in der Mitte ist ja höher,
dann würde es weniger nageln. Das kann dabei helfen. Muss man nicht unbedingt machen, bei mir ist zum Beispiel schön gehobelt, das ist hier ein Geroder. Ich könnte auch eine Platte nehmen, wo ein Schleifpapier aufgeklebt ist. Das habe ich übrigens, wie das da. Und dann kann man es einfach schön abziehen, indem man es schön niederdrückt und dann immer am besten in eine Richtung zieht. Man kann zwar auch hin und zurück, aber nicht so schnell wechseln, denn wenn man wechselt, dann könnt ihr es aufkippen und dann werden die Kante geschliffen. So kann man ein bisschen gerade schleifen. Ich habe da einfach eine andere Platte genommen, hier ein paar Schleifpapier aufgeleimt und mit der anderen Platte natürlich niedergepresst und zwingen drauf. Und so habe ich eine Platte, die für die geraden Flächen zuständig ist. Also das mache ich generell bei Figuren, denn ich habe kein Schleifband, also kein Breitschleifband. Und dann ziehe ich einfach so ab. Aber wie man eh sieht, ist es eigentlich ziemlich gerade, also ich brauche das nicht machen. Und ich schleife das jetzt, das da drin. Das sollte man, wie gesagt, ziemlich zum Schluss machen, damit das Schnitzeisen nicht unscharf wird durch die Körner, was vielleicht abfallen und so weiter. Also ich mache das jetzt und dann kann man eigentlich eh schon zum Lackieren. Geschliffen habe ich es jetzt und jetzt kann man zu Lackieren nehmen. Normalerweise würde ich Büffelwachs verwenden, aber in dem Fall nehme ich Lack, damit Kekse und so weiter drin platziert werden können und es leicht rausgewischt werden kann. Und normalerweise mache ich das mit Pinsel, also Lack mit Pinsel und so weiter, nur habe ich keinen aktuell. Deswegen muss ich es gerade mit farblos Dose machen. Und der Vorteil ist natürlich bei Pinsel, dass man besser in die tiefen Stellen kommt. Dafür ist die Oberfläche nicht schön glatt. Aber man kann mit der Maus herum mitfahren dort, also immer die Pinselstriche. Und somit sieht man nicht Querstreifen oder sowas. Also Pinsel müsste normal besser funktionieren, habe ich leider aktuell kein Lack da, was ich aufpinseln kann. Ich habe nur die Lackdose da, also farblos, Glanz. Also ich kann es nicht wirklich pinseln. Theoretisch könnte ich aufsprühen und auch ein bisschen pinseln, damit ein bisschen reinkommen. Und ich fange zuerst hinten an. Lege hier was unter. Hier kann es eindrücken, also hier ist gleich, aber damit hier wieder Luft dazu kommt, damit es besser trocknet. Und dann fange ich innen an raus zu lackieren. Natürlich bei den inneren Stellen zuerst. So raussprühen zum Beispiel. Und wenn das alles dann getrocknet ist, einmal nochmal anschleifen. Denn die Bohren wird es aufstellen. Also wo ich überall angeschliffen habe, wird es die Bohren aufstellen. Und diese Stellen sind dann rau. Das heißt, wenn ich einmal drüber lackiert habe und nochmal anschleife, dann werden diese glatt. Und dann kann man ein zweites Mal drüber lackieren. Und das mache ich jetzt. So, ich habe es jetzt über die Nacht trocknen lassen. Schaut jetzt so aus. Und das schleife ich jetzt alles an, entweder mit so einem Schleifschwamm oder so einem Schleifpaket, ist auch ein Schwamm. Also das ist ungefähr 400er Korn. Und damit schleife ich alles an und dann wird es nochmal lackiert. We'll be right back.
So, die Schüssel ist jetzt fertig. Also der Glanzlack ist jetzt getrocknet. Ich hätte auch Mattlack verwenden können, aber Glanzlack gefällt mir einfach besser. Und das ist richtig geil geworden. Also da wurde echt Design. Hier. Das schaut sogar farbig aus. Und ich werde diese Schüssel hauptsächlich für Kekse und so weiter verwenden. Und dann war's das mit dem Video. Ich würde nur sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Servus.